Jó reggelt kívánok! Szeretettel köszöntöm mindazokat, akik befutottak már a 120 regisztrált résztvevő közül. Sajgó Szabolcs vagyok, a háznak a vezetője és a szervező csoportnak az egyik tagja. Szeretettel köszöntöm Fekete Ágnest is, Kovács Endit is, akivel együtt igyekeztünk meg még Sevestyén Katalinnal szervezni ezt a mai napot. Amint tudják, az októberi Calvin és Ignác konferenciának a nagyon erős pozitív visszhangja bátorított minket, hogy szervezzük ezt a mai alkalmat, és hogy egész naposra szervezzük. Természetes, hogy mindenkit megmozgatott ez az elmúlt 500 esztendőnek arra való emlékezés és annak a tudata. És azon gondolkodtunk, hogy valahogy a fennlevő kérdések között, ami Jézus különféle felekezeti családjaiban van, hogy tudunk olyan csapást találni, ami erősíti a tudatát annak, hogy tulajdonképpen nagyon nagy részt közös kincsünk Jézusnak a hagyománya, Jézusnak a személye, a föltámadottal való közösségünk. És ezért minden nagyra becsülésünk és értékelésünk mellett, ami a különféle teológiai iskolákra vonatkozik, ami a kialakult teológiai terminus technikusokra vonatkozik, a mai alkalmat elsősorban arra próbáltuk irányítani, hogy minél erőteljesebben a léleknek a jegyében legyünk együtt. Arra figyeljünk, hogy ma mire inspirál a lélek. Ugye a történelemnek nem volt vége 500 évvel ezelőtt, ma sincs vége, és nagyon gyönyörű új utak felé vezeti az emberiséget, a teremtő. Mi ennek többnyire a nehéz, véres oldalát látjuk, de hogyha hitben tekintünk rá, akkor talán többet, felemelőt és lelkesítőt, inspirálót is látunk. Tehát a mai együttlétünkön a hangsúly pontosan ez, hogy a közös léleknek a tudatában engedjük magunkat inspirálódni, és amikor alkalom van kérdezni, beszélgetni, akkor ennek a tényét és ezeket az inspirációkat, vagy ennek a jegyében osszuk meg, kinek mi van a szürke állományában. Tehát ez az, ami miatt a délelőttöt majd nem sokára itt a bevezető után egy kis csenddel fogjuk kezdeni, hogy helyet adjunk magunkban, elengedve minden más napi gondot, helyet adjunk a lélek inspirációinak, és majd a legvégén is hálaadásul hasonlóképpen tesszük, illetve már az ebéd előtti lezárása a délelőttnek is ilyen módon fog történni. Akkor én át is adnám a szót Fekete Ágnesnek, hogy a magáét hozzátegye. Nemrég egy katolikus intézményben voltam, és így kezdtem mondatát ez a nagyon kedves ember, hogy mi nem kreppapíros ökumenét csinálunk. Nagyon tetszett ez a kifejezés. És azt hiszem, amikor összegyűltünk és beszélgettünk erről, hogy hogyan folytassuk ezt a Calvin és Ignácot, akkor elgondoltuk, elmondtuk, hogy nem kreppapíros ökumenét szeretnénk, hanem valamit, ami valóságos, és valamit, ami tényleg megtörténik. És a következő gondolat az volt, hogy hát akkor beszéljünk olyan dolgokról, amik összekötnek. Csak sajnos nagyon sokszor azáltal, hogy nem merünk beszélgetni olyan dolgokról, amik nem kötnek össze, úgy vagyunk, mint egy ilyen beteg család, hogy soha nem beszélünk bizonyos dolgokról, és tabuk között járkálunk. És így jött ez a gondolat, hogy
vágjunk a dolgok közepébe, és beszéljünk arról a valamiről, ami a legfájóbb, és a leginkább szétválaszt bennünket. És azzal a hittel kezdjük ezt a napot, hogy tudunk erről úgy beszélni, hogy ez mégis össze fog bennünket kötni. Úgyhogy ezzel a lélekkel és ezzel a bizalommal kezdjük ezt a napot. És akkor én invitálnálak, Endre, hogy a következő kis időt vezényel. A következő átmenetként imádsággal töltsünk egy néhány percet. Azt hallottuk, hogy ennek az egész napnak az irányultság az, hogy a lélek mai inspirációira való közös figyelés. Tehát a Szentlélek mai megnyilvánulásának a közös észlelése, keresése és befogadása. És hát persze kérdezhetnénk azt, hogy hát ez lehetséges. Mindazután, ami történt 2000 év, vagy akár a tegnapi nap a közösségeinkben, az egyházainkban és azok között. Lehetséges közösen? És lehetséges. Tudjuk, akik itt vagyunk, hogy lehetséges, nem jött volna létre ez a konferencia, ez a találkozás, ha nem lenne lehetséges. Lehetséges, de ennek feltétele a csend is. Feltétele az, nem csak fizikailag a csend, hanem belsőleg, hogy befogadókészek legyünk. Úgyhogy ezt szeretnénk egy picit gyakorolni, elismerni, és azt szeretném kérni a jelenlevőktől, hogy ezt a következő 5 percet töltsük csak úgy csendben, hogy ajánljuk fel magunkat Istennek, az elménket, a gondolatainkat, az energiáinkat, a képességeinket, a hagyományainkat ajánljuk fel a Szentlélek Istennek, hiszen csak ha ő megnyilvánul, és ha mi ő benne találkozunk, akkor léphetünk előrébb vele való egységben is, és aztán melléktermékként, úgymond az egymással való egységben is. Úgyhogy most mindjárt befejezem, ezzel egy 5 perc csendet tartanánk, csak mindenki maradjon a helyén, és csendesen Isten felé fordulva imádkozzon, és a végén pedig a mi atyánk kezdetű imádsággal fejezném be, amit imádkozzunk majd el hangosan. Úgyhogy ajánljuk fel ezt a napot és önmagunkat most csendben Istennek.
mi atyánk, aki a mennyekben vagy. Amen. Akkor ezek után szeretném megköszönni professzor Peter Neunernek, hogy első szóra igent mondott, amikor készülve a konferenciára megkerestem. Ugye nem ismeretlen ő, hiszen nem régen jelent meg Luther Márton reformációja címmel katolikus helyzetfelmérés az ökumenikus párbeszéd szempontjából című a közelmúltban írt könyve, nagyon gyorsan az új ember kiadásában magyarul is elérhetővé vált, és ahogy látják itt oldalt ez a könyv, és a témához valamilyen módon kapcsolódó könyvek a kiadótól itt elérhetők, láthatók. Peter Neuner most már egy hosszú, termékeny életre tekintve vissza nyugalmazott professzor, ott él Münchenben, és egy kicsit az idősödő hivatásának élő embernek a magányos napjait tölti, és a kincseiből mindig kész megosztani. Ő a dogmatikát, a rendszeres teológiát tanította hosszú időn keresztül, és nagyon kiegyensúlyozott, nagyon emészthető módon tudja Jézusnak a hagyományát, a jelenlétét, a hívását az értelmes emberek számára tolmácsolni. Ahogy látják a címet, a fölvezető előadás lesz, úgy beszéltük meg, hogy ő szép, nyugodtan, lassan németül elmondja előadását, ami kivetítve olvasható lesz, hogy minél jobban emészthessük, és az előadás után egy körülbelül 40-45 perc 11-ig tartó beszélgetésre, kérdésre van majd lehetőség, amit egy szünet követ. És ahogy látták a regisztrálásnál, a délutáni műhelyekre föl lehet iratkozni. Nagyon sokan megtették már, aki még nem tette meg, majd a szünetben ki tud menni a regisztráló pultokhoz, hogy a műhelyekre még föl tudjon iratkozni. Akkor ennyi fölvezetés után a szó Peter Neuner professzoré, hallgassuk. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ein ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich bin sehr geehrt, hier in diesem Kreis mit Ihnen sprechen zu dürfen. Kedves hölgyeim és uraim, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és nagyon megtisztel engem, hogy az önök köreiben lehetek. Es ist meine große Ehre, gerade jetzt am Ende dieses Jahres zur Reformation auch hier in Ihrem Kreis noch sprechen zu dürfen. Bitte verstehen Sie, gerade im vergangenen Jahr hat Luther natürlich die zentrale Rolle gespielt, mehr als Calvin oder Zwingli. És különösen megtisztelő, hogy ennek az elmúlt évnek a végén lezárásaképpen lehetek itt önök között, a reformáció évének lezárásaként, ahol ugye Luther év volt a főszerep, még inkább, mint Calviné vagy Zwinglié. Aber es soll heute ja nicht gehen Zwingli, oder Calvin, oder Luther, oder Thomas von Aquin, sondern im Zentrum steht die Botschaft vom Herrnmal.
De nem kifejezetten Luther, vagy Calvin, vagy Zwingli, vagy Aquinoi Szent Tamás lesz most a középpontban, hanem az úrvacsora kérdése. Alle unsere christlichen Kirchen bemühen sich um dieses Abendmahl, es zu verstehen, es recht zu feiern. Und diese Bemühung soll auch unsere Zusammenkunft heute gelten. A keresztény egyháza, keresztény egyházaink mind azon igyekeznek, hogy Krisztusnak az utolsó vacsoráját és az úrvacsorát jobban megértsék, és helyesen ünnepeljék, és mi is ezért vagyunk ma itt. Herzlichen Dank alle, die mich eingeladen haben und die dafür sorgen, dass hier gerade mit der Übersetzung alles so wunderbar läuft. Nun, im Vergleich der Konfessionen ist es weit verbreitet, die evangelische Kirche als Kirche des Wortes, die katholische Kirche als die Kirche des Sakraments zu bezeichnen. Im evangelischen Gottesdienst spielen Predigt und Rezitation der Psalmen eine wichtige Rolle. Die Feier des Herrenmahls tritt dagegen, jedenfalls traditionell, eher in den Hintergrund. Selbst wenn der Sonntagsgottesdienst inzwischen häufiger als Abendmahlsgottesdienst gefeiert wird als früher, ist die allsonntägliche Feier des Abendmahls auch heute noch eher die Ausnahme als die Regel. Der evangelische Pastor wird primär ordiniert zur Verkündigung des Wortes Gottes. In der katholischen Kirche ist der Sonntagsgottesdienst selbstverständlich eine Eucharistiefeier. Soweit möglich wird auch an Werktagen die Messe gefeiert und sie zu zelebrieren wird oft als die zentrale Aufgabe des Priesters erachtet. Folglich wird es dann als einschneidend empfunden, wenn wegen des Priestermangels in einer Pfarrei am Sonntag keine Eucharistiefeier stattfinden kann und wenn Diakone oder Laien einen Wortgottesdienst halten. Die Kritik am Protestantismus war damit vorgezeichnet. Er habe das Herrenmahl an den Rand gedrängt und den Auftrag Christi, das Abendmahl zu seinem Gedächtnis zu feiern, nicht wirklich ernst genommen. Angesichts dieser Kritik, also dieser katholischen Kritik, ist man zunächst erstaunt, im Augsburger Bekenntnis, in dem die Lutheraner 1530 ihre Glaubensüberzeugung zusammengefasst haben, zu lesen: Man legt den unseren zu Unrecht auf, dass sie die Messe sollen abgetan haben. Denn es ist offensichtlich, dass die Messe ohne Ruhm zu reden bei uns mit größerer Andacht und Ernst gehalten wird, denn bei den Widersachern. Zu den Lateinischen sind auch deutsche Lieder eingeführt worden. Darüber hinaus ist auch in den öffentlichen Zeremonien die Messe keine merkliche Änderung geschehen. Die Reformation habe also nicht die Messe abgeschafft, sondern lediglich einige Missbräuche abgestellt. Und unter diesen Missbräuchen steht die Verweigerung des Laienkelchs an erster Stelle. Und nun zu einem ersten Punkt, der Laienkelch. Das Augsburger Bekenntnis nennt als Kennzeichen der wahren Kirche, dass die Sakramente dem göttlichen Wort gemäß gereicht werden. Und damit bekommt die Forderung der Austeilung des Herrenmahls unter Brot und Wein dogmatische Qualität. Die Verweigerung des Laienkelchs verstoße wider Gottes Gebot, auch wider die alten Kanones, so im Augsburger Bekenntnis. Die Papisten halten daran fest, damit der Pfaffenstand heiliger scheine gegenüber dem Laienstand. In der Austeilung des Abendmahls in Brot und Wein ist die Reformation zur stiftungsgemäßen Praxis zurückgekehrt, die ja auch die orthodoxen Kirchen beibehalten haben. Tatsächlich drängten beim Reichstag in Augsburg 1530 auch viele Altgläubige auf den Laienkelch. Er erschien damals als Heilmittel gegen die Neuerungen der Reformation.
Das Konzil von Trient hat den Laienkelch nicht verworfen. Es wies lediglich den Vorwurf zurück, die Kirche sei nicht aus gerechten Gründen und Erwägungen zu ihrer Praxis gekommen. Die Kirche habe das Recht, die Form der Sakramente zu gestalten. Weil, Zitat, weil der ganze unversehrte Christus, die Quelle und der Urheber aller Gnaden, auch unter der Gestalt des Brotes allein genossen wird, erachtete das Konzil von Trient den Laienkelch als pastorales, nicht als dogmatisches Problem. Und darum konnte Papst Pius IV. Im Jahr 1564 den Laienkelch für die Metropolien Mainz, Köln, Trier, Salzburg und Gran auch noch einmal bewilligen. Doch inzwischen war das so sehr zum Unterscheidungsmerkmal zwischen den Parteien geworden, dass der Laienkelch in den katholischen Gebieten nicht mehr akzeptiert wurde. Auch Luther war überzeugt, dass die Gläubigen sowohl im Brot als auch im Kelch den ganzen Christus empfangen. Mit der Forderung des Laienkelchs stellte er sich vor allem in die Tradition der Hussiten, die den Kelch, den Laienkelch, zu ihrem Erkennungszeichen erhoben hatten. Luthers Kampf um den Laienkelch war vor allem eine Kritik an der Papstkirche und eine Solidarisierung mit den breiten Kreisen, die diesen Laienkelch forderten. Zudem war er ein Zeichen dafür, dass in der Reformation alle Getauften in gleicher Weise am Priestertum der Glaubenden teilhaben. Faktisch wurde der Laienkelch zu einem Symbol für die Reformation, die erstmalige Austeilung des Herrenmahls in Brot und Wein wurde dann weithin zu einem Zeichen für den Bruch einer Gemeinde mit Rom. Diese Differenz hat ihre Bedeutung inzwischen weithin verloren. Es ist heute unbestritten, dass Leib und Blut nicht zwei verschiedene und einander ergänzende Bestandteile Jesu Christi bezeichnen, sondern den einen Herrn in dem einen Akt seiner Hingabe. Die Deuteworte über Brot und Wein sind die zweifache Verkündigung ein und desselben Geschehens. Und auch in der katholischen Kirche wird seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil die Kelchkommunion bei vielen Anlässen empfohlen und praktiziert, selbst wenn sie dann in der Praxis eher die Ausnahme darstellt als die Regel. Einen Unterschied zwischen Priestern und Laien soll das nicht mehr bedeuten. Ein zweiter Punkt nun, die Messe als Opfer. Die schärfste Kritik an Missbräuchen äußerten die Reformatoren an der Messopferlehre und an den praktischen Konsequenzen, die aus ihr entstanden sind. Die Messe wurde weithin gesehen, in der alten Kirche also, oder in der Kirche, in der römischen Kirche, als Opfer der Kirche, beziehungsweise Opfer des Priesters, der damit Sühne leistet für menschliche Schuld. Verbreitet war die Auffassung, Christus habe Genugtuung erbracht für die Erbsünde. Für die individuellen Verfehlungen müsse jeder seine eigene Genugtuung erbringen. Dabei nahm das Messopfer einen herausragenden Platz ein. Und diese Vorstellung wurde zum Anlass für offensichtliche Missstände. Priester persolvierten zahlreiche Messen, deren Gnadenschatz dann bestimmten Zwecken, besonders der Befreiung von Verstorbenen aus dem Fegfeuer, zugewiesen werden konnte. Man konnte sie kaufen. Die Reformatoren kritisierten den Jahrmarkt im Verkauf der Messen, in denen nicht die Gemeinden das Herrenmahl feierten, sondern sogenannte Messpriester, zumeist ohne Gemeinden, Gott das Opfer darbrachten. Man nannte das Winkelmessen. Sie kämpften gegen die Vorstellung, die Messe sei ein Werk, das allein durch den Vollzug der wirksamen Zeremonien, also ex opere operato, gleichsam automatisch wirke und deren Früchte durch Kauf erworben und dann bestimmten Zwecken zugeführt werden konnten. Diese Praxis hatte einen theologischen Hintergrund.
Die Reformatoren sahen darin die Einmaligkeit des Kreuzesopfers Christi und damit die Rechtfertigung allein aus Gnade in Frage gestellt. Wenn die Messe ein Sühnopfer ist, das die Kirche darbringt, um Gott zu versöhnen, dann wird damit das Kreuzesopfer Christi als nicht hinreichend erachtet. Die Reformatoren lehnten die Vorstellung ab, die Messe sei eine Wiederholung des Kreuzesopfers oder der notwendige Ergänzung durch das Handeln des Priesters. Folglich hat man in der Messopferproblematik die schärfsten Verwerfungen formuliert. In den schmalkaldischen Artikeln bezeichnete Luther die Messe als das größte und schrecklichste Gräuel des Papsttums mit der Folge: Also sind und bleiben wir ewiglich geschieden und wieder einander. Sie fühlen es wohl, wo die Messe fällt, fällt auch das Papsttum. Und der aus der reformierten Tradition stammende Heidelberger Katechismus gibt auf die Frage, was ist denn für ein Unterschied zwischen dem Abendmahl des Herrn und der päpstlichen Messe, die ganz lapidare Antwort: Es ist also die Messe im Grunde nichts anderes als eine Verleugnung des einzigen Opfers und Leidens Christi und damit eine vermaledeite Abgötterei. In diese Kontroverse wies nun das Konzil von Trient ebenfalls die Vorstellung zurück, die Feier des Herrenmahls sei lediglich ein Andenken an das letzte Abendmahl. Man sah im Herrenmahl der Reformatoren eine, wie es hieß, eine nuda commemoratio, eine bloße intellektuelle Erinnerung der Gemeinde. Dagegen verstand man im Konzil von Trient die Feier der Messe als reale Vergegenwärtigung des Kreuzesopfers, das Christus ein für allemal dargebracht hat. Die Messe ist nicht eine Wiederholung oder Ergänzung, sondern Repräsentatio, Vergegenwärtigung des einmaligen Opfers Jesu Christi. Mit dieser Aussage hat das Konzil von Trient genau die Vorstellung zurückgewiesen, gegen die sich die reformatorische Kritik gerichtet hatte. Das Herrenmahl ist Opfer, weil in ihm das einmalige Opfer Christi real gegenwärtig wird. Weil also nicht nur eine rein gedankliche Erinnerung des Menschen an dieses Opfer geschieht. Die Kirche wird in das Opfer Christi mit aufgenommen. Und die Gläubigen bieten sich selbst in einem lebendigen und heiligen Opfer dar, das in unserem ganzen alltäglichen Leben zum Ausdruck kommen muss. So ein ökumenisches Dokument. Die gegenseitigen Verwerfungen in der Messopferlehre richteten sich primär gegen Praktiken des Spätmittelalters und die Reaktion auf diese Praktiken. Das traf Extrempositionen, aber nicht die offizielle Lehre der jeweils anderen Seite. Diese Kontroversen konnten durch ein vertieftes Verständnis des sogenannten anamnetischen Gedankens überbrückt werden. Anamnese: Es ist die gemeinsame Überzeugung, dass in der Feier des Gedächtnisses das erinnerte Geschehen selbst gegenwärtig wird. Und so heißt es in der Lehrverwerfungsstudie, einer der wichtigen ökumenischen Texte, ich zitiere: Im gottesdienstlichen Gedächtnis der Heilstaten Gottes werden diese selbst in der Kraft des Geistes gegenwärtig. Und die feiernde Gemeinde wird mit der früheren, die die Heilstaten selbst erfuhr, verbunden. So das Zitat. In der Verkündigung des Heilstodes, in der Memoria, wird gegenwärtig gesetzt, was durch Christus ein für allemal geschehen, aber für alle Zeiten von bleibender Bedeutung und Kraft ist. In dieser Deutung konnte die Lehrverwerfungsstudie, also dieser Text, feststellen, dass die Verwerfungen des 16. Jahrhunderts, die an dieser Stelle besonders schroff waren, dass diese Verwerfungen den ökumenischen Partner heute nicht mehr treffen.
Allerdings so möchte ich da etwas kritisch anführen. Sollten wir als Katholiken in der Praxis der Messstipendien etwas sorgfältiger sein, als ich es jedenfalls in Deutschland immer wieder erlebe. Nicht immer wird der Vorstellung gewährt, man könne eine Messe kaufen und ihre Früchte bestimmten Anliegen, besonders eben dem Heil von Verstorbenen, zuwenden. Hier wären Verbesserungen in der Praxis dringlich, damit die rechte Lehre nicht von Frömmigkeitsformen überdeckt wird, die fast zwangsläufig Anlass zu Missverständnissen geben. Und drittens nun zur Realpräsenz. Die Gegenwart Christi in Brot und Wein und in der Feier des Gedächtnisses wurde im ersten Jahrtausend, im ersten christlichen Jahrtausend, mittels des platonischen Bilddenkens gedeutet. Demzufolge im Bild das Urbild selbst gegenwärtig ist. Die Gedächtnisfeier bildet in dieser Deutung das Heilswerk Christi ab. In der Erinnerung, in der Anamnese wird es gegenwärtig. Und Christus schenkt sich in diesem Mahl immer wieder neu. Er selbst wird als die Heilsgabe dargereicht und empfangen. Also, das platonische Bilddenken eröffnete die Möglichkeit, in Brot und Wein das Abbild von Leib und Blut Christi und darin ihn selbst in seinem Heilswerk wirklich und wahrhaft gegenwärtig zu sehen. Dieses Bilddenken zerbrach in der mittelalterlichen Kirche im Westen. Im Rahmen des nun dominierenden aristotelischen Denkansatzes traten Bild und Wirklichkeit, Symbol und Realität auseinander. Das Bild wurde nicht mehr als Realsymbol verstanden, sondern als Hinweis auf eine fremde Wirklichkeit. Das Symbol erschloss nicht mehr die Realität, sondern konnte nur noch auf etwas verweisen, was ihm selbst äußerlich blieb. Darf ich ein Beispiel anbringen für alle, die Deutsch verstehen? Ein Wegweiser, 50 Kilometer nach Estergom. Der Wegweiser hat mit Estergom nichts gemeinsam. Im Wegweiser drückt sich Estergom nicht aus. Tehát a példa annyi volt, hogyha látunk egy táblát, amire ki van írva, hogy Esztergom 50 kilométer, akkor ez a tábla, ez nem egyenlő Esztergomban, még akkor sem, ha oda ki van írva. Jó? Ez egy ilyen szemléletetés volt. Ja. Also, Zeichen und Wirklichkeit sind nun und seither voneinander getrennt. Und diese neue Besinnung führte in den mittelalterlichen Diskussionen um das Abendmahl zu der Lehre der Transsubstantiation, das wurde hier nun entfaltet. Sie sollte mittels der aristotelischen Unterscheidung von Substanz und Akzidenz die tatsächliche Gegenwart Christi festhalten, sie aber in der tiefen Dimension der Substanz, nicht in der historischen Konkretion ansiedeln. Die Lehre von der Transsubstantiation verband die Überzeugung von der Verwandlung der Substanz, also die Wesensverwandlung, mit der Erfahrung der bleibenden Eigenschaften von Brot und Wein. Dieses Konzept diente zunächst dazu, einem massiv dinglichen Realismus oder Überrealismus zu wehren, wie er zum Beispiel Berengar vom Tour im 11. Jahrhundert abverlangt worden war. Es waren unterschiedliche Gründe, warum die Reformatoren die Lehre von der Transsubstantiation zurückgewiesen haben. Für Zwingli war das Herrenmahl eine Gedächtnishandlung der Gemeinde. Es war die Erinnerung an einen Abwesenden. Und ein Abwesender ist nun mal nicht präsent. Darum kann für ihn das Brot auch nicht der gegenwärtige Leib und der Wein nicht das gegenwärtige Blut sein. Nicht die körperlichen Elemente, sondern das glaubende Gedächtnis an Jesu tun und der Gehorsam gegenüber seinem Auftrag
verbinden die heute feiernden Gemeinde mit dem erhöhten Christus. Auch Calvin verstand das Abendmahl als Gedächtnis des Kreuzes. Bei ihm nun aber, anlässlich des gläubigen Empfangs von Brot und Wein, ergreift nach seiner Überzeugung der Heilige Geist das Herz des Menschen und verbindet ihn mit dem zur Rechten des Vaters sitzenden Christus. Dem Gläubigen wird darin eine wahre Gemeinschaft mit Christus zuteil. In dieser Tradition heißt es dann, dass Brot und Wein Leib und Christi bedeuten, wobei im leiblichen Empfang die geistige Gegenwart und die Gemeinschaft mit Christus geschenkt wird. Dies geschieht anlässlich des Empfangs, aber nicht in Brot und im Wein oder durch sie. Materielle Dinge sind unfähig, den erhöhten Herrn zu umschließen, und das gilt dann auch für Brot und Wein im Abendmahl, so in einer zugegebenermaßen sehr verkürzten Aussage. Also von mir verkürzten Aussage. Luthers Kritik an der Lehre von der Transsubstantiation hatte vor allem philosophische Gründe. Ich zitiere ihn: Von der Transsubstantiation achten wir der spitzfindigen Sophisterei gar nichts, da sie lehren, dass Brot und Wein verlassen oder verlieren ihr natürlich Wesen und bliebe allein Gestalt und Farbe des Brotes und nicht recht Brot. Man solle gar nicht versuchen, das Geheimnis des Glaubens rational zu erfassen. Gewichtiger für seine Kritik war die Tatsache, dass die Lehre von der Transsubstantiation impliziert, dass die Akzidentien, also die Eigenschaften, ohne ihre Substanz bestehen bleiben. Dass sie also Eigenschaften einer nicht mehr existierenden Wirklichkeit seien und damit gleichsam in sich selbst subsistieren müssten. Subsistierende, also in sich existierende Akzidentien sind aber philosophisch widersprüchlich. Folglich hat Luther die Lehre von der Transsubstantiation verworfen, wohl aber, und zwar im Gegensatz zu Calvin, festgehalten, dass, wie es bei ihm immer wieder heißt, in mit und unter Brot und Wein, der Leib und das Blut Christi wahrhaft gegenwärtig sind und in ihnen empfangen werden. Luther hat, wie man dann formulierte, eine Konsubstantiation gelehrt. Aus der Tatsache, dass die Reformatoren den Begriff Transsubstantiation abgelehnt haben, hat man nun katholischerseits oft gefordert, sie hätten die Realpräsenz insgesamt verworfen und einem leeren Symbolismus gehuldigt. Verbreitet war die Überzeugung, die evangelische Theologie lehre, Brot und Wein bedeuten Leib und Blut Christi, während sie nach katholischer Auffassung Leib und Blut Christi sind. Dabei wurde kaum beachtet, dass gerade an der Frage der Realpräsenz die Einheit der Reformatoren damals zerbrochen ist. Beim Marburger Religionsgespräch 1529 konnten sich Luther und Melanchthon auf der einen Seite und Zwingli und Ökolambard auf der anderen Seite in der Abendmahlsfrage nicht einigen. Luther bestand unbeugsam auf dem Est, das ist mein Leib, das ist mein Blut, während Zwingli an einem symbolischen Verständnis festhielt, sie bedeuten Leib und Blut. Wegen seines Glaubens an die Realpräsenz gab Luther die Gemeinschaft mit der Schweizer Reformation preis. Die Kluft war damals unüberbrückbar. Die Vorstellung, Luther habe eine symbolische Auffassung des Herrenmahls vertreten, wie ich es in der Schule noch gelernt habe, diese Vorstellung ist schlechthin falsch. In der Frage der Realpräsenz laufen die Grenzen traditionellerweise jedenfalls zwischen katholischer und lutherischer auf der einen und reformierter Lehre auf der anderen Seite. Und so konnten Lutheraner und Katholiken in dem Dokument das Herrenmahl gemeinsam formulieren: Im Sakrament des Abendmahls ist Jesus Christus, wahrer Gott und wahrer Mensch,
voll und ganz in seinem Leib und seinem Blut unter den Zeichen von Brot und Wein gegenwärtig. Und im gleichen Dokument heißt es auch, gemeinsam bekennen katholische und lutherische Christen die wahre und wirkliche Gegenwart des Herrn in der Eucharistie. Dieses Bekenntnis ist nicht an ein bestimmtes Erklärungsmodell gebunden. Alle begrifflichen Bemühungen und alle philosophischen Deutungsversuche können und sollen den Geheimnischarakter der eucharistischen Gegenwart nicht aufheben. Vielleicht einen Satz noch dazu. Es gibt auch ökumenische Dokumente, in denen die reformatorische Tradition ganz massiv zusammengewirkt hat oder mitgewirkt hat, wo diese Realpräsenz heute umschrieben wird. Ich denke vor allem an das sogenannte Lima-Papier des Ökumenischen Rats der Kirchen. Egy kiegészítés, vannak olyan ökumenikus szövegek, dokumentumok, amelyekben a református elképzelések is belekerültek és hatást gyakoroltak, különösen a limai dokumentumokra gondolok. In der heutigen Diskussion ist es auch katholischerseits keineswegs mehr selbstverständlich, dass sich die Realpräsenz mit dem Begriff Transsubstantiation so problemlos aussagen lässt, wie das im Konzil von Trient als möglich erschien. Die Veränderungen des Substanzbegriffs, der im heutigen Verständnis in aller Regel nicht mehr eine metaphysische Tiefenwirklichkeit bezeichnet, sondern das konkret fassbare Einzelding, das kann die Vorstellung von der Transsubstantiation und der Veränderung der Substanz eigentlich nur in die Irre führen. Jedenfalls gehören die philosophischen Voraussetzungen und insbesondere der hier implizierte Substanzbegriff nicht zum Glaubensinhalt. Bereits das Konzil von Trient hat in seiner Definition der Realpräsenz die Erklärung mittels der Transsubstantiation zwar als treffend bezeichnet, sie aber nicht dogmatisiert. Neue Erklärungsversuche wie die der Transfinalisation oder Transsignifikation wollen die Glaubensaussage mit neuen philosophischen Denkansätzen ausdrücken und dabei gerade auch die reformierte Tradition, also Zwingli und Calvin, fruchtbar machen. Dabei wird das Symbol nicht als leeres Zeichen verstanden, als Wegweiser, sondern als Realsymbol. Realsymbol, das die Sache zu dem macht, was die Sache ist. Zufolge dieser Deutung schenkt sich Christus im Zeichen von Brot und Wein. Er verleiht Brot und Wein eine neue Zeichenhaftigkeit und verwandelt sie dadurch in ihrem Sein. Darum wird die Eucharistie in diesem Verständnis nicht, wie manchmal kritisch eingewandt, zu einem Tun als ob. Die neue Zeichenhaftigkeit gründet vielmehr in der Stiftung Jesu Christi und in seinem Auftrag, dieses Mal zu seinem Gedächtnis zu feiern. Nicht der Glaube der Feiernden verleiht die neue Zeichenhaftigkeit, nicht die Gemeinde wird zum handelnden Subjekt. Das Konzept der Transsubstantiation hat nach dem Konzil von Trient zu einer verbreiteten Tabernakelfrömmigkeit geführt. Verschiedentlich trat die Feier des Herrenmahls gegenüber der Verehrung des eucharistischen Brotes in den Hintergrund. Im Gegensatz dazu konzentrieren sich die Kirchen der Reformation ganz auf die Feier und ihren Vollzug und erachteten die Gestalten außerhalb des Empfangs weitgehend als irrelevant. Und das wurde zum Anlass für eine nicht selten wenig ehrfurchtsvolle Behandlung des übrig gebliebenen Brotes und Weines, jedenfalls aus katholischer Sicht so gesehen. Und das wiederum war und ist für Katholiken dann ein bleibender Anstoß, der die Übereinstimmung in der Lehre von der Realpräsenz wieder in Frage stellen könnte.
Die Kirchen der Reformation sollten, das wäre mein Vorschlag in der Feier des Herrenmahls, das bereiten, was ausgeteilt wird, und den Rest konsumieren. Eine solche Praxis könnte erhebliche Irritationen zwischen den Kirchen vermeiden. Auch das Zweite Vatikanische Konzil hat betont, dass Brot und Wein für den Empfang bestimmt sind und darum in der Feier bereitet werden sollte, was in ihr ausgeteilt wird. Das schließt nicht aus, das eucharistische Brot für die Kranken aufzubewahren, die physisch nicht anwesend sein können, und ihm dann auch ehrfurchtsvolle Behandlung zuteil werden zu lassen. Eine gute ökumenische Praxis würde hier helfen, Irritationen zu überwinden. Und nun in einem vierten Abschnitt, Eucharistie und Eucharistiegemeinschaft. Angesichts der heute weitreichenden Gemeinsamkeiten in der Lehre vom Herrenmahl wird der Wunsch nach Eucharistiegemeinschaft über die Konfessionsgrenzen hinaus unabweisbar, insbesondere in konfessionsverschiedenen Ehen. Ökumene muss sich leben und feiern lassen, sie muss in die gottesdienstliche Gemeinschaft und in die Spiritualität eingehen und hier dann auch fruchtbar werden. Der Ökumenische Rat der Kirchen hat die eucharistische Gemeinschaft sogar als Ziel in seine Verfassung aufgenommen. Und das Zweite Vatikanische Konzil hat die Theologen aufgefordert, sich den Fragen der Eucharistie zu widmen, um die Trennung im Herrenmahl zu überwinden. Manche Kirchen, gerade reformierter Provenienz, praktizieren heute eine offene Kommunion und laden jeden Getauften ein, der Jesus Christus liebt und ihn als Herrn und Erlöser bekennt. Aber die meisten evangelischen Kirchen haben traditionellerweise die sogenannte Interkommunion ebenso abgelehnt, wie es die Orthodoxen und die Katholiken tun. Die Gründe dafür lagen zunächst in den dargestellten Lehrdifferenzen, also die ich angesprochen habe. Aber darüber hinaus auch in der seit altkirchlicher Zeit festgehaltenen Überzeugung, dass Kirchengemeinschaft und Abendmahlsgemeinschaft nicht voneinander getrennt werden können. Im Herrenmahl findet Kirche ihre höchste Verwirklichung. Wo man das Herrenmahl empfängt, hat man seine kirchliche Heimat. Und dabei gilt traditionellerweise auch die Umkehrung. Wer in einer anderen Konfession das Herrenmahl empfängt, schließt sich ihr an und wendet sich damit von seiner Kirche ab. Und so hatten auch beispielsweise die lutherischen und die reformierten Kirchen über Jahrhunderte hinweg keine Gemeinschaft im Herrenmahl. Offiziell besteht diese erst seit 1974 durch die sogenannte Leuenberger Konkordie, also die darauf gründende Kirchengemeinschaft zwischen lutherischen, reformierten und unierten Kirchen in Europa, der GK, die Abkürzung. In den Jahren 1985 und 1988 konnte die evangelische Kirche in Deutschland mit der methodistischen Kirche Kanzel- und Abendmahlsgemeinschaft aufnehmen, sowie mit der Kirche von England und mit der altkatholischen Kirche eine gegenseitige Einladung zum Abendmahl aussprechen. Und zudem haben die evangelischen Kirchen gegenüber den Katholiken eine eucharistische Gastbereitschaft erklärt. Und so erschienen die evangelischen Kirchen in Deutschland als ökumenisch aufgeschlossen. Ganz anders als die Orthodoxen und auch die katholische Kirche, die diese Einladung nicht akzeptiert haben und darum oft als antiökumenisch kritisiert werden. Katholische und orthodoxe Kirchen bilden die Eucharistiegemeinschaft grundsätzlich an die Kirchengemeinschaft. Die Orthodoxie macht, soweit ich sehe, von diesem Prinzip keine Ausnahme. Aber auch die Regelungen, die katholischerseits seit dem Zweiten Vatikanum gelten, sind enger, als dies allgemein im Bewusstsein ist.
Die Verantwortlichen in diesen Kirchen, also Katholiken, Orthodoxe, sehen sich nicht befugt, die Einheit von Kirchengemeinschaft und Eucharistiegemeinschaft aufzubrechen. Sie verstehen Kirche als sakramentale Wirklichkeit. Wo Kirche ist, dort werden die Sakramente gefeiert. Und wo die Sakramente gefeiert werden, dort ist, dort verwirklicht sich Kirche. Und folglich lassen sich nach dieser Überzeugung dann die Feier der Eucharistie und die Gemeinschaft der Kirche nicht grundsätzlich voneinander trennen. Zufolge des Zweiten Vatikanischen Konzils ist Kirchengemeinschaft für die Eucharistiegemeinschaft vorausgesetzt und wird durch sie wiederum bewirkt und gestärkt. Sie ist sehr wohl Mittel, um Kirchengemeinschaft zu fördern. Aber ekklesial konsequenzenlos kann sie nicht sein. Sie kann nicht Kircheneinheit ersetzen oder gar als nicht mehr nötig erscheinen lassen. Und darum verwahrt sich diese Konzeption gegen den Vorwurf, antiökumenisch zu sein. Das seien eher jene, so dann die Argumentation, die Interkommunion praktizieren, aber daraus keine Konsequenzen für die Einigung der Kirchen ziehen und Communio durch Interkommunion ersetzen wollen. Ökumenisches Ziel ist eine umfassende Communio der Kirchen, nicht punktuelle Akte der Interkommunion bei unveränderter Kirchenspaltung. Diese sakramentale Sicht von Kirche birgt nun aber ökumenische Chancen, die bisher noch kaum realisiert wurden. Das ist nun mein Vorschlag. Nämlich, diese Sicht ermöglichte es dem Konzil, eine exklusive Identifizierung der Kirche Jesu Christi mit der römisch-katholischen Kirche zu überwinden. Durch die gemeinsame Taufe, die Gemeinschaft im Wort, im Bekenntnis, im Dienst, besteht bereits jetzt zwischen den christlichen Kirchen eine wahre, wenn auch nicht volle Gemeinschaft. Kirchengemeinschaft umschließt mehrere Aspekte. Und ich möchte hier nun die konfessionsverschiedene Ehe in ihrer ekklesialen Bedeutung in den Blick nehmen. Nach katholischem Verständnis ist bekanntermaßen die Ehe Sakrament. Jede gültige Ehe zwischen Christen ist sakramental. Und darum verwirklicht sich in ihr Kirche. Denn in jeder sakramentalen Handlung wird Kirche realisiert. Und so bezeichnet das Zweite Vatikanische Konzil Ehe und Familie als Hauskirche. Es ereignet sich Kirche, wenn Ehegatten einander ihren Glauben bezeugen, aus dem Glauben leben, wenn sie als Eltern in der Annahme und Erziehung der Kinder ihre eigene Gabe im Gottesvolk erfüllen, wenn sie durch Wort und Beispiel für ihre Kinder die ersten Glaubensboten sein und die einem jeden eigene Berufung fördern wollen. Das Verständnis der Ehe als Hauskirche ist Konsequenz der Wertung der Ehe als Sakrament. Es ist unabhängig von der konfessionellen Zugehörigkeit der Ehepartner. Auch die konfessionsverschiedene Ehe ist nach katholischer Lehre Sakrament. Und das bedeutet, auch in der konfessionsverschiedenen Ehe verwirklicht sich Kirche und nicht Kirchenspaltung. Wenn nun aber Eucharistiegemeinschaft und Kirchengemeinschaft, wie man katholischerseits so sehr betont, unlösbar zusammengehören, dann verlangt die konfessionsverschiedene Ehe, nach meiner Überzeugung, auch die Gemeinschaft im Herrenmahl, weil sie Kirche vollzieht. Und für die Kirche ist Eucharistie unverzichtbar. Durch eine christlich gelebte konfessionsverschiedene Ehe kommen beide Eheleute jeweils in eine geistliche Gemeinschaft mit der Kirche ihres Partners, die nach meiner Überzeugung den Ausschluss vom Herrenmahl nicht mehr rechtfertigt.
Diese Argumentation, die ich so öfter vorgetragen und auch publiziert habe, versucht einen Weg zu öffnen, wie speziell die katholische Kirche in Treue zu ihren dogmatischen Grundsätzen und innerhalb ihres Horizonts in konkreten Fällen eine Eucharistiegemeinschaft als legitim erachten und die von allen beklagte Trennung im Herrenmahl überwinden könnte. Wenn ich hier nur die konfessionsverschiedene Ehe in den Blick genommen habe, bedeutet das nicht, dass nicht auch auf anderen Wegen ein Maß an Kirchengemeinschaft verwirklicht werden kann, das dann auch eine Eucharistiegemeinschaft legitimiert. Allgemein verbindliche Regelungen, insbesondere ein universelles Verbot, können konkreten Situationen am Ort und bei den einzelnen Betroffenen nicht in allen Fällen gerecht werden. Was für die Kirchen als Ganze oder insgesamt für die Pfarrgemeinden heute noch nicht legitim ist, muss deswegen keineswegs auch für jeden Einzelfall ausgeschlossen sein. Diese Überlegung, die ich so vortrage, ist meine These, erhebt nicht den Anspruch, alle anstehenden Probleme zu lösen. Aber innerhalb des Grundfehlers Kirchentrennung kann es keine richtige und in sich widerspruchsfreie Antwort auf die Einzelfragen geben. Das betrifft alle Vorschläge zur Interkommunion, aber es betrifft auch die offiziellen Verbote. Selbst wenn man sich an diese Verbote manchmal gewöhnt hat und sie vielleicht oft sogar für normal hält. Für normal sollten wir den Zustand der Trennung nicht halten. Ich bedanke mich. Köszönjük szépen, professzor úr, ezeket az inspiráló szavakat és gondolatokat. És most akkor folytatjuk a beszélgetéssel, kérdésekkel, reflexiókkal. Én külön köszönöm Vince Nagy Annának, hogy szintén első szóra vállalta, már mint nem ismeretlen a professzor úrral, a korábbi fordításai révén, azt, hogy jön és most segíti a közös megértést. Akkor az első körben, miről szó lenne, hogy vannak-e reflexiók vagy kérdések röviden az elhangzottakkal kapcsolatban? Egyszer, kétszer, háromszor. Jó napot kívánok, Sági Gálmán vagyok, és először is szeretnénk megköszönni ezt az előadást. Magamról annyit, hogy nagyon érintett vagyok az ökumenikus kérdésben, és ezt az egyik legfontosabbnak tartom, hiszen az én családomban mind anyai, mind apai ágon egyik fél katolikus, másik fél pedig református volt. A kérdésem a következő, hogy minden teológián és dogmán felül annak a felismerése az egyházakban, hogy az Úr Jézusnak a legfontosabb, hogy akár egy katolikus vesz részt az áldozáson, akár egy protestáns az úrvacsorán, a legfontosabb, hogy ezt milyen szívvel és milyen hittel teszi. Ennek a felismerése is a hívő szemében és az Úr Jézusnak a szívük belátásával segítheti ezt a közönséget a gyakorlatban. Köszönöm. Köszönjük szépen. Hadd hívjam föl a figyelmet egyben, hogy az egyik műhely az öt közül délután azzal fog éppen foglalkozni, hogy a 14. századi nagy megújulásnak az egyik tanúja, Kempis Tamásra hivatkozva is, hogy a
az eukarisztia azt kívánja, hogy inkább részesüljünk belőle elsősorban, mint hogy magyarázzuk. Tehát valahogy a misztériumhoz való járulást. Akkor a következő kérdés. Miskolciné Kis Katalin vagyok. Különös ismertető jelem, hogy református lelkészből konvertáltam katolikus vallásra, és a középpontban az eukarisztia, azon belül is a transzubstanciációnak a megértése áll. Na most a későbbiekben még valószínűleg szólni fogok. Most csak azt szeretném mondani, hogy én védelmembe venném a transzubstanciáció szót. Ez a II. Vatikáni zsinaton górcső alá került, és akkor jöttek elő ezek a kifejezések, amiket professzor is említett, a transzfinalizáció és a transzszignifikáció, de akkor VI. Pál pápa az asztalra csapott, és azt mondta, hogy marad a transzubstanciáció, mint leghitelesebb kifejezése annak a történésnek, direkt nem mondok változást, ami az eukarisztiában megvalósul, és miután elmélyedtem ebben a kérdésben, olvastam József Ratzingernek a transzubstanciációról szóló cikkét, ami azért zseniális, mert úgy veszi védelmébe, ugye volt pápánk a transzubstanciációt, hogy megérteti, hogy a transzubstanciáció mindig is a metafizikához tartozott. A metafizikának egy szakszava, és amíg ez a világ, metafizika mindig lesz. Ez a szó mindig oda tartozott, és oda is fog tartozni. És kész. Köszönjük szépen, és ugye az eljövendő nagy misztérium, ami majd a megtestesülés beteljesedése lesz a Isten országa földre szállásakor, az majd tudjuk, hogy az Emberi Fogalmak Múzeumában ennek is egy kiváló helyet fog biztosítani a transzubstanciációnak. A harmadik jelentkező volt. A participáció részvétellel kapcsolatban lenne kérdésem. Eddig a megközelítés elsősorban arról a filozófiai irányból jött, és a találkozás lehetősége azt a kérdést feszegette, hogy a lényeg vagy a jelenlét filozófiai értelmezéséből fakadóan, hogy lehet találkozni. Ezt a másik irányt szeretném kérdezni, hogy az, hogy részvétel. Mint hogy a részvétel teológiája, hogy ez mennyiben adhat hozzá a közeledéshez. Nem filozófiai, hanem inkább a miszticizmus, meg spiritualitás történetére utalok. Köszönjük szépen. Akkor a három kérdés hozzászólást követően. Ja, danke schön für die Fragen, die mir die Möglichkeit geben, mitten in die Diskussion nochmal einzuspringen und manches vielleicht noch etwas klären. Köszönöm szépen a kérdéseket, és így remélem lehetőségem lesz hirtelen a közepébe ugrani ennek a témának és egy-két kérdést tisztázni. Natürlich steht in der Frage des Herrnmals am Anfang nicht die theologische Durchdringung und vor allem nicht die philosophische Durchdringung. Az úrvacsora kérdésében elsőként nem a teológiai áttörés volt, hanem a filozófiai. Ja. Am Anfang steht die Frömmigkeit, steht die Praxis. Ja, tehát nem, sőt, egyik sem, hanem most jön a, igen, ja. Bocsánat. Am Anfang steht die Praxis, am Anfang steht die Feier. Az első volt a gyakorlat és az ünneplés.
Und dann kam es in der Auseinandersetzung, in Kontroversen dazu, dass man über diese Feier dann auch Rechenschaft über seinen Glauben geben musste. És utána igazolni kellett a gyakorlatot, a hit gyakorlatot. Aber die gesamte Lehre und Frömmigkeit ist natürlich nicht eine Sache der Theologie, sondern ist eine Sache der Kirche, ist eine Sache der feiernden Gemeinde. De ugye a hit gyakorlat az a közösséghez tartozik, az egyházi közösséghez, az ünneplő közösséghez tartozik. Die meisten Menschen, auch die meisten Katholiken, haben das Wort Transsubstantiation mal gehört, aber sie haben es nie verstanden und wenn sie versuchten es zu verstehen, haben sie es missverstanden. Valószínűleg sokan hallották már a transzubstanciáció fogalmát, de ha hallották is, nem valószínű, hogy megértették, vagy esetleg félreértették. Also auf Ihre Frage hin, am Anfang steht hier natürlich die Praxis und nicht die Theorie. Die Theorie kann immer nur ein Nachdenken über unsere Praxis sein. Tehát a kezdetben a gyakorlat állt, nem az elmélet, és az elmélet az ugye az egy tovább gondolás volt a gyakorlat, a kialakult gyakorlatok után egy tovább gondolás. Zu dem Beitrag der Dame. A második hozzászóláshoz. Sie haben mir ja ein Papier schon vorher zugesandt. Ön küldött már nekem előzőleg előzetesen egy szöveget. Wo Sie darüber reflektieren, über den Begriff der Transsubstantiation. Ich habe Ihren Beitrag gelesen mit großer Aufmerksamkeit. Nagy figyelemmel olvastam az ön szövegét a transzubstanciációval kapcsolatban. Sie sagen, Transsubstantiation, dieses Wort ist richtig. Ön azt állítja, hogy a transzubstanciáció, ez a szó, ez a kifejezés helyes. Das Konzil von Trient hat an dieser Stelle gesagt, dieses Wort Transsubstantiation ist aptissime, ist bestens geeignet. A Tridenti Sinat azt mondta ki, hogy ez a fogalom, a transzubstanciáció, úgy mondhatnánk, hogy a legalkalmasabb vagy alkalmas. Mir scheint nicht, das Wort Transsubstantiation ist dogmatisiert, sondern das, was es damals ausdrücken wollte. Nicht das Wort Transsubstantiation wurde zum Dogma erhoben, sondern die Sache, die es ausdrücken wollte. Tehát nem azt akarták dogmatizálni, ami maga a szó, a transzubstanciáció és annak a tartalmi lefedése, hanem a mögöttes dolgot. Unser Problem ist heute das, dass sich das Wort Substanz, das ja den Hintergrund bildet, dass sich das Wort Substanz völlig verändert hat in den letzten 800 Jahren. És a problémánk abban áll leginkább, hogy a szó, ami ennek a magját alkotja, a szubstancia, az teljesen megváltozott az elmúlt 800 év során. Im 12. Jahrhundert verstand man unter Substanz eine streng metaphysische Wirklichkeit. 12. Században a szubstancia egy szigorúan metafizikai valóság volt. Um es deutlicher noch zu machen, Substanz, das lateinische substare, das, was unter den Eigenschaften liegt, hinter den physisch oder mit unseren Sinnen erfassbaren Wirklichkeiten. Das, was drunter steht. Das ist für Thomas von Aquin Substantia. Aquinius Szent Tamás számára a substancia az volt, ami az érzékekkel felfogható tapasztalati valóság mögött áll. Ez a substare mögötte vagy alatta állni, lenni. Wenn wir heute von Substanz sprechen, ich weiß es nur im Deutschen, vielleicht ist es in Ihrer Sprache ganz anders, dann denken wir an die konkreten Wirklichkeiten. Ha ma azt mondjuk, hogy substancia, én ezt most a német nyelvből hozom a példát, vagy németül értem, lehet, hogy az önök nyelvében ez máshogyan van, de a substanciát mondok, akkor a konkrét dologra gondolok. Also im Deutschen sagen wir, mit Substanzen arbeitet ein Chemiker. Például azt mondjuk, hogy a vegyészek, azok substanciákkal dolgoznak. Also der Begriff Substanz hat sich
Jedenfalls, wie wir ihn im Deutschen verwenden, beurteilen Sie, wie er im Ungarischen verwendet wird. Also, der Begriff Substanz hat sich in sein Gegenteil verkehrt im Laufe der letzten 800 Jahre. Így aztán ez a fogalom, a szubstancia fogalma az elmúlt 800 évben épp az ellenkezőjébe váltott, az ellenkezőjébe fordult, így van minden esetre az én német fogalom ismeretemben. Was tun in einer solchen Situation? Mit lehet egy ilyen helyzetben tenni? Wir können natürlich versuchen, diesen Substanzbegriff, wie er im 12. Jahrhundert verwendet wurde, den Menschen zu erklären. Aber ob uns das gelingen wird, ich bezweifle es sehr. Mit tehetünk? Tehát megpróbálhatjuk a 12. századi fogalmat elmagyarázni az embereknek, de hogy ez sikerül-e nekünk, kétségeim vannak e felől. Wir haben kein Monopol auf unsere Sprache. Nincs a nyelvünk fölött monopóliumunk. Wir müssen die Sache den Menschen so verkünden, dass sie es auch verstehen können und dass sie es nicht notwendigerweise missverstehen müssen. Nekünk úgy kell a dolgot hirdetnünk, hogy az emberek azt megértsék, és hogy ne, szükségszerűen ne értsék félre. Ich glaube, wir brauchen hier tatsächlich neue Versuche, das Mysterium verkünden zu können. Azt gondolom, hogy új kísérletekre van szükség, hogy a misztériumot meg tudjuk hirdetni, át tudjuk adni. Und damit komme ich auf die Frage des Kollegen. Harmadik kérdés megválaszolására. Es wird bei uns heute zumeist versucht, diese Reflexion über den Glauben, die wir nun mal als Theologen machen müssen, diese Reflexion über den Glauben zu beginnen mit dem Begriff der Transsignifikation oder Transfinalisation. Megpróbáljuk a hitről való reflexiókat, már így a teológia körében, ezek az új fogalmakkal, mint a transzignifikáció vagy a transfinalizáció leírni. Ja. Wir beginnen an dieser Stelle, das ist ganz eigenartig, ganz direkt bei der reformierten Tradition, bei Zwingli und bei Calvin. És ez azt jelenti, ami egészen különös, hogy a protestáns, sőt református hagyománnyal kezdjük Zwinglivel és Calvinnal. Denn gerade der Begriff des Zeichens kann ja auch etwas ganz anderes bedeuten als den Wegweiser. Mert a jel, maga a jel fogalma egészen mást jelenthet, így, mint az a tábla, amiről beszéltem, az Esztergom tábla. Ich denke an einen Brief, den ich aufbewahrt habe. Egy levélre gondolok, amit megőriztem. Der Brief ist das, was er für mich bedeutet. A levél az, amit nekem jelent. Eine Fahne ist das, was sie für diejenigen bedeutet, die vor ihr stramm stehen müssen. A zászló az, amit azok számára jelent, akik előtte vigyázban állnak. Also, der Brief ist in seiner Substanz für mich nicht das, was der Chemiker untersucht, sondern ist das, was seine Bedeutung ausmacht. Die Bedeutung ist nicht außerhalb dieser Wirklichkeit, sondern die Bedeutung konstituiert das Sein dieses Briefes für mich. A levél az nem azt jelenti, amit a vegyészek kikutatnak, hogy milyen ugye összetételű, hanem az, ami a jelentéséből fakad, és ami önmagában hordozza ezt a jelentést. Und so scheint es mir auch möglich zu sein, die wirkliche Gegenwart heute im Brot und Wein zu deuten. És számomra így tűnik lehetségesnek a valóságos jelenlétet, a kenyérben és borban megjelenő valóságos jelenlétet értelmezni.
Allerdings muss ich hier etwas vorsichtig sein. Ich darf nicht einfach sagen, die Gemeinde stellt sich vor, das wäre Leib und Blut Christi. Das wäre zu wenig. De kevés lenne azt mondani, hogy ez Krisztus teste és vére. Ez kevés. Ja, das wäre ein, gleichsam ein tun als ob. Ez egy olyan cselekedet, hogy úgy teszek, mintha. Wir müssen davon ausgehen, dass Christus in seinem Abschiedsmahl, in seiner Feier, dieses Brot genommen hat, diesen Wein genommen hat und Christus dies nun gesehen hat als Zeichen seiner Gegenwart. Úgy kell rá tekintenem, ahogyan Jézus Krisztus az utolsó vacsorán a kezébe vette a kenyeret és a kezébe vette a kelyhet, és úgy vette a kezébe, hogy az ő maga jelenlétét ebben felfedezte. Also die Zeichenhaftigkeit ist nicht so zu verstehen, dass die Gemeinde gleichsam handelndes Subjekt würde. Christus ist das handelnde Subjekt, der uns dieses Zeichen geschenkt und gegeben hat. Nem a gyülekezet a cselekvő szubjektum, nem a gyülekezet tesz valamit, hanem Jézus Krisztus a cselekvő szubjektum, aki nekünk ezt a jelet ajándékozta. Und mir scheint, diese Tatsache, dass wir in diesem Brot ihn selber in seinem Werk empfangen und aufnehmen, im Gedächtnis, dass er in unserem Gedächtnis, dass er gegenwärtig ist, diese Aussage kann uns helfen, Realpräsenz heute neu und vielleicht besser verständlich zu erklären. És úgy tűnik nekem, hogy jobban meg tudjuk érteni a valóságos jelenlétet, ha így tekintünk rá, ahogyan mi a kenyérben és a borban Jézus Krisztusnak a művét, őt magát, az emlékezet segítségével felfogjuk. Aber am Anfang steht der Glaube an das Mysterium, das nicht wir machen können, sondern das uns geschenkt ist, aber dass Theologen die Aufgabe haben, darüber nachzudenken. De az első helyen áll a hit a misztériumban, amit nem mi csinálunk, hanem mi ajándékba kapjuk, de hát nekünk teológusoknak feladatunk az, hogy erről gondolkozzunk. Akkor a következő körre, 1, 2, 3 jelentkezés, 4. Bizonyára annak a fontossága is úgy is jön be, hogy itt nem egyszerűen egy valamikor valaki megírta azt a levelet, és aztán elment, hanem a föltámadás, a Jézusnak a megtestesülése, hogy az idők végezetéig és tovább valóságos, és itt van, jelen van, tehát a levél írója jelen van, miközben az egész megidéződik, csak mint egy a misztériumnak a tágításához adalék. Akkor aki itt jelentkezett, igen. Nachdem ich selber aus Bayern komme, stelle ich meine Frage auf Deutsch. Meine Frage ist auf der Suche. Was eine Mondo Magyarul ist. Also dann stelle ich meine Frage auf Deutsch und übersetze gleich selbst ins Ungarische. Auf der Frage nach neuen Worten für dieses Mysterium, sowohl Kereshi, ich bin heute Ui, Savakatalalung, Ere, Mysterium, wäre es nicht angemessen, bei der Erfahrung anzufangen, sowohl Nem Erdemesh, Atopastalat Bol, Indulni. Ich gebe zwei Beispiele. Ket Pelas Zeretnik Mondani. Als ich selber Erstkommuniant war, war die Erfahrung nach der Erstkommunion dieses Erfülltsein mit Freude. So war Mikoen wohl am Elche Aldo so, Tapastalat wohl et euren Bettöl Tischel Örömmel. Als
als mein Sohn dann erst Kommuniant wurde, habe ich gedacht, ich schaue jetzt mal, ohne ihm zu erklären, worum es da geht und wie die Erfahrung ausschaut, was er wohl erfährt. Mikora korasin fiam el schö aldo solet in gondolt am nem fogok neki elmonde ni hoit ö mit fog éreznem, hoit in utána megkérdezem tőle, hoit ö mit érezte utána, mert én gondoltam, hát ha én valamilyen placebo-effekt aldo satellet. Ich habe meinen Sohn deshalb nicht vorher mitgeteilt, was er erfahren wird, weil ich selber im Laufe der Jahre mich gefragt habe, ob ich einem Placebo-Effekt aufgesessen bin und habe dann gedacht, naja, man muss ja in der Empirie anfangen, so empirikuschan köselte meg ezt a kérdés. Mein Sohn hat nach der Erstkommunion dann gesagt, er war so erfüllt mit Freude, dass er den Eindruck hatte, er schwebt eine Meter über dem Boden. So als in Fiam Kisfiam Akkormondot, valami nagyon érdekeset vele történt, ő annyira boldog volt, hogy úgy érezte a földön fölött lebeg egy méter magasságban. Dann, das zweite Beispiel, was ich nennen möchte, ist vor ungefähr einem Monat habe ich einen jungen Mann aus Asien getroffen, der mit der katholischen Tradition eigentlich nie in Berührung gekommen ist, weil die Missionare zu der Zeit alle aus protestantischen Ländern kamen. Das ist einfach aus der Kolonialzeit. So ein Körbel, ein Hunapal, Talakostam, ein Viertal, Asiai, férfival, aki nem volt kontaktusban a katolikus hagyomán, mert egyszerűen ott nem voltak jelen. Er ist jedoch zu unserer katholischen Messe gekommen, weil er gesagt hat, wenn er geht zu verschiedenen Messen, aber wenn er zur katholischen Messe kommt und am Abendmahl teilnimmt, dann fühlt er die Stärke Christus in sich. Und wo immer er hingeht, nimmt er am katholischen Abendmahl teil. So weil erstmal der Neckem ha ö utasig, ö schoxa különböző helyen jár misire, vagy urvacsorára, de ő legszívesebben jár a katolikus misire, mert ő akkor úgy érzi, hogy ezt az erő, amit Krisztus odaadja, ő azt érzi. Szóval én azért kérdezem most, talán hiába próbálunk itt értelmeben, talán érdemes lenne igazából az emberektől megkérdezni, hogy mi a tapasztalat. So die Frage ist, wäre es interessant, hier auch von der Empirie auszugehen und dann zu sehen, was es vielleicht bedeutet, wie man es am besten umschreiben kann. Szépen, most nem kell majd válaszolni rá, és a többiek, akik jelentkeztek, kérem a türelmüket és megértésüket, azért, hogy az időkeretet tudjuk tartani. Tehát együtt vagyunk fél hatig, lesz alkalom 4 szem közt, 6 szem közt, sok szem közt, és majd így nyilvánosan is folytatni a kérdéseket, a válaszokat. Fontos az, hogy tényleg legyen olyan időnk is, amikor nyugodtan, mint ahogy most a következő fél órában tudunk találkozni, beszélgetni, kávészünet és WC szünet és egyebek jegyében.